Hey Leute, nehmt eure Kekse aus der Dose, denn Flauschi ist wieder da. Hallo, Flauschi, hallo Kenny, was geht? Flauschi, ich habe heute richtig Bock, richtig viel zu unternehmen, richtig viel zu machen. Lass uns doch mal, wollen wir in den Freizeitpark? Nee, sorry Kenny, ich habe keine Zeit, ich habe zu tun. Aber wenigstens Zeit zum Essen, lass uns noch mal ein bisschen. Nein, wie gesagt, ich habe hier so ein paar Karotten zum Mitnehmen, aber ich habe keine Zeit, so, sorry. Ich wollte ein neues Haustier holen, willst du mal mitkommen? Das wird richtig krass. Nee, ich bin allergisch gegen alles. Ja, dann ist dann ist cool, alles gut. Dann willst du nicht einfach mitkommen zu mir? Wir können irgendwie zocken oder so. Nein, ich habe zu tun, Ken. Ich muss arbeiten, ich habe Arbeit. Ja, okay, Flauschi, alles klar. Ja, okay, tschüss. Ciao. Haus bauen? Wie wäre es denn, wenn wir ein Haus bauen, Flauschi? Lass mal ein Haus bauen, das ist richtig krass. Ja, Kenny, nein. Ich habe wirklich zu tun. Jetzt geh. Geh nach Hause oder so. Flauschi, komm mal raus. Wir müssen reden. Komm mal ganz kurz raus. Du sagst seit Wochen zu allem und immer und überall immer nur nein, 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 nein. Die ganze Zeit, den ganzen Tag. Hä? Flauschi, wie wäre es, wenn du jetzt einfach auch mal ja sagst? Das tut auch mal gut, mal ja zu sagen. Dann lernt man neue Sachen kennen. Man kann viele neue Dinge erleben. Einfach mal 24 Stunden Ja sagen. Das kriegst du eh nicht hin. Ist das eine Challenge jetzt? Willst du mich rausfordern? Ich fordere dich heraus. Klar kriege ich das hin. 24 Stunden Ja sagen. Wo kommt das denn her? Ja, aber also, okay, Flauschi, ja, mache ich. Ja! Okay, dann habe ich direkt mal was. Muss 24 Stunden. Was? Zu allem Ja sagen. Was? Stopp, nicht im Chat. Was? Komm nein! Schnell her! Mann, ich darf nicht Nein sagen. Oh Gott, Leute, was soll ich denn jetzt machen? Findest du das gut, dass alle herkommen? Ja, klar. Och, Mann. Und möchtest du mir gerne dein Totem schenken, was du in der Hand hast? Ja, hier, bitte. Och, Mann, ich hole mir ein neues, und ey. Willst du einmal zugucken, wie ich jetzt gegen die Wand fliege und dein Totem verschwende? Klar, gerne. Wenn du dir wehtust, mag ich das immer. So, Ja? So, ja! Ach, Mann, das war mal mein Totem. Ach, Mann, Das hat schon mal sehr gut geklappt, Flauschi. Und fühlst du dich schon besser? Ja, ich fühle mich richtig gut, Candy. Hallo? Okay, fühlt sich echt gut. Jo, Moin. Jetzt geht's los. Ey, ich geh mal rein, Leute, ja? Flauschi, willst du hier bleiben? Willst du kurz hier bleiben? Klar, dann bleibe ich wohl hier. Warte mal, einen Tag lang. Ja, 24 Stunden Ja sagen. Flauschi, willst du uns mal dein Totem geben eigentlich? Ich hätte den echt gerne, willst du mir geben? Ja, hier, das ist mein letztes sogar, glaube ich. Willst du Vive zugucken, wie er den verschwendet, weil er gegen eine Wand fliegt jetzt mit voll Karacho? Ja. Ja! Mann, ey! Ja! Aua! Oha, wie schnell! Ich dachte schon, okay. Okay, Moment mal, das geht noch besser. Okay. Bro, wie... Ach, Mann, und Flauschi, willst du mal mir hinterherlaufen? Einmal hier lang? Oh, klar. Mit dir spazieren, hallo. Immer Spaß, ja? Ich bin nicht umsonst gekommen. Ja, sag du mal auch was. Ja. Ich habe mal so ein paar Fragen an Flauschi gerade, die mir da so spontan in den Kopf gekommen sind. Ja, okay. Ja. Weißt du, ich bin ja Diamantensammler. Ich habe gehört, du hast auch ein paar Dias, kann das sein? Ja, habe ich. Hättest du Bock, mir einfach mal so auf locker flockig so einen Stack zu schenken? Klar, ich bin doch spendabel. Ach, Mann, Leute. Ja, so, das ist Lukas, cool. Ich hab ihr gesagt, wenn sie das macht, das ist voll befreiend und tut gut und so. Ja, Bro. Bitte. Ich entlaste sie, guck mal, zack. Sie hat sich von Diamanten befreit. Das war ein Stack. Ein Stack. Flauschi, eine schöne Rüstung ist hier. Willst du mir die schenken? Danke, ja. Klar, nimm sie dir runter, hier. Ja, cool. Alter, schön. Okay. Die steht dir, die Farbe. Aber Moment mal, jetzt habe ich ja gar keine Rüstung. Ja. Wie machen wir das denn jetzt? Flauschi, möchtest du mir auch noch eine Rüstung schenken? Ja. Oh, was haben wir denn dort? Was denn? Klar, nimm die. Die kann ich ja sicherlich haben, oder? Meine OP-Diamantenrüstung gerne, meine einzige Rüstung, die ich habe. Moment mal. Du meinst meine OP-Diamantenrüstung, oder? Ja, klar. Stimmt, ist ja meine. Deine. Dann nehme ich mir die jetzt mal. Ist ja logisch. Cool, lass mal hier kurz vor die Tür gehen. Weil ich finde, das ist ein schöner Tag eigentlich und auch die Krümelküste. Ich würde die gerne mal von oben sehen, aber ich habe meine Elytra verloren. Oh, wo ist die hin? Hast du vielleicht Elytra für mich? Ja, hier. Cool, korrekt. Gerne, habe ich dir. Wie soll ich denn ohne Raketen fliegen? Ja, einfach in die Luft springen. Hast du Raketen? Klar, ja, hier.
Oh, warte mal, hier gehen die Rockets leider auch aus. Hey, Flauschi, hast du Raketen für mich? Nee, das waren die letzten, die ich hatte. Willst du mal gucken? Ja, in der Kiste habe ich ja bestimmt noch. Moment mal, Flauschi, wo ist deine Enderkiste? Ja. Ah, Moment kurz. Kennst du Viper D? Ja. Der hat zufällig seinen Shop hier in deinem Wohnzimmer aufgeschlagen. Guck mal. Oh, da gibt's Raketen. Oh. Willst du kurz 2 Stacks für 10 Dias kaufen? Ich hab leider nur noch 8 Dias. Naja, okay, das geht auch. Okay. Der macht bestimmt Freundschaftsreisen. Ja. Leg sie einfach rein. Danke. Willst du die Raketen wieder zurückgeben auf Kulanz? Ja, aber dann kriege ich die Dias auch wieder. Nein, die sind schon bezahlt. Du die Raketen die sind zurücklegen? Weg. Klar. Leg bitte die Raketen wieder zurück. Hä, so, vielen Dank. Super. Echt? Mann, ey, Leute. Ihr übertreibt voll. Hä, hey, was für übertreiben? Ich habe keine Flauschi, Dias mehr jetzt. Willst du mal sagen, dass Ja sagen befreiend ist und auch gut ist? Ja, es ist super befreiend und richtig gut für die Seele, Leute. Aber weiter. Dann würde ich sagen, du bist ja kriminell, oder? Ja. Und möchtest du dich selber jetzt mal in den Knast stecken? Klar, gibt's nichts, was ich lieber machen würde hier gerne. Ja, dann passt das doch. Dann machen wir das doch schönen Tag. Wieder. Ey, warte mal ganz kurz, wem ist die Insel da oben? Das ist Tuans Insel, die hab ich gebaut. Warte mal, willst du da mal mit uns hin und von Tuan was kaputt machen mal eigentlich? Warte mal, man legt sich doch nicht mit Tuan an. Ja, außer man heißt Flauschi. Ich würde es nicht machen, aber würdest du das machen, Flauschi? Ja, würde ich. Gib dir deine Lutra sogar. Lass mal hochfliegen. Okay. Lass da mal hingehen. Klar. Wir gucken mal ganz unverbindlich. Einfach mal schauen, man muss ja erstmal nichts machen. Aber können wir mal kurz sagen, dass der echt krass geworden ist, der Tempel? Wow, was liegt denn da in der Mitte? Flauschi, willst du das mal aufheben? Klar, hebe ich das auf. Ey, warte mal, das war schwer. Schmeiß ich es runter. Nein! Flauschi, hat es runtergeschmissen? Ja, würdest du es einmal wieder hochholen, Flauschi? Klar. wo ist es? Ich finde das TNT nicht mehr. Da. Hallo. Ja, sehr gut. Ja, weitersuchen, bis du es hast. Ich hab's. Oh, sie hat's schon, okay. Und würdest du jetzt erstmal sagen, dass der Tempel nicht so schön ist? Wie? Ja, würdest du das machen? Moment. Ja, würde ich machen. Sag mal bitte. Warte noch, musst du aufnehmen? Ja, jetzt, okay, es läuft. Mach mal, warte, Flauschi, würdest du mal eine böse Ansage gegen Tuan machen? Eine Ansage, dass du ihn fertig machst? Ja. Und dass dein Tempel scheiße aussieht? ja. Okay, dann los. Action. Okay. Würde ich machen, aber... Ja. Machst du das dann jetzt einmal? Dann mach das jetzt mal, oder? Ja, klar. Also, Tuan ist voll der Schmalspur. Böse Stimme. Nee, du machst das bestimmt mit einer bösen Stimme, oder? Klar. Okay, warte. Ja. Test, okay. Tuan ist voll der Schmalspur. Und mein Tempel, den ich selber gebaut habe, der sieht echt nicht gut aus. Okay. Hier ist Karotten für Tuan. Ja, das sollte aber reichen. Ist ganz okay. Ja. Na klar, wir halten dich davon ab. Bitte platziere kein TNT. Okay. Oder willst du das machen, auf eigene Faust, ohne dass wir irgendwas sagen? Ja, will ich. Du hast mitbekommen, dass wir uns davon ganz klar distanzieren, ne? Wenn ihr mich nicht zurückhaltet, dann seid ihr auch schuld. Ich wollte dich ja zurückhalten, aber du willst es doch trotzdem durchziehen, oder? Klar. Oder? Sag doch mal kurz, dass wir, Candy und der Wife D, sich ganz klar bitte davon distanzieren. Ja. Das willst du ja sagen, Candy oder? Sag's mal bitte. Und Vive, die distanzieren sich hier jetzt von. Aber ich habe damit nichts am Hut. Ich habe leider kein Feuerzeug, schade. Ah, alles gut. Wir haben alles eins. Gut. Oh, mein Bogen. Oh Mann, der hat. Oh, willst Vorsicht. Du den mal nehmen? Oh, warte, ich habe selber einen Bogen mit Verbrennung tatsächlich. Richtig gut sogar. Okay. Gut, dass ich heute so positiv bin. Aber willst du da mal. Puh. Ja? Was will ich? Warum nee, alles schießt gut. Die einfach? Warum schießt die einfach? Wir haben noch gar nichts gesagt. Okay, dann warte ich. Ja, also jetzt mal ganz kurz, wolltest du gerade Tuans Tempel sprengen? Ihr habt es zu mir gesagt und ich darf nur Ja sagen. Das geht gar nicht, das lassen wir jetzt mal. Aber ich muss sagen, ich bin ganz schön durstig, ich hätte gerne eine Paulberger Limo. Das ist ein Eimer Wasser, ich hätte gerne eine Flasche. Kann ich den Eimer wieder kurz, haben? Komm mal kurz mit, komm Moment, kurz, ich muss kurz den besten YouTuber... Ja? Willst du mit deinem Bogen auf das TNT schießen? Klar, will ich das machen. Das sollte man nicht tun, aber... Achtung, Candy. Candy, irgendwie... Was machst du denn? Was macht die da? Candy, was machst du da? Achtung! Wasser! Oh, ich hab's gerettet! Flauschi! Oh mein Gott! Ja? Hä, was denn falsch mit der? Du, was ist falsch mit dir? Du wolltest Tuans Tempel sprengen! Flauschi, hast du die noch alle? Ich hab gar nichts gesagt! Ich hab mich eben distanziert davon! Willst du das Video mal... Moment, ganz kurz! Flauschi, hast du gerade gelogen? Ja?
Aha, wusste ich's doch. Und die Stelle, wo man das gesehen hat, war editiert und das ist gar nicht Evive, sondern... Nein, warte, du musst anders sagen. Hat man die Stelle hat man nicht gesehen, oder? Ja. Die wurde ja rausgecuttet. Ja, und die klar. Stelle, die wir jetzt gerade reden, wurde auch rausgecuttet. Also sieht man das eigentlich gerade gar nicht. Hä? Und du willst jetzt einfach einen Cut machen und dann übers Wetter reden, oder? Ja, klar. Oha, okay. Leute, guck mal, was für schönes Wetter heute ist. Nein, du machst jetzt einen Cut und bei deinem Haus, ja? Okay. So, jetzt sind wir wieder zu Hause angekommen. Leute, ich weiß, dass sie mich nur veräppeln. Ich versuche alles Mögliche zu machen. Aber ich darf halt nur Ja sagen. Hey. Hallo, Leute. Hä? Was für ein schöner Tag heute ist. Oh, ja, wie geht's? Ist heute ein schlechter Tag, findest du das? Ja, richtig schlecht. Ich wollte dir noch Wasser besorgen. So, Moment. So, Candy, warte. Ich muss dir Wasser holen, oder nicht? Hol mal Wasser. Ey, ganz kurz, ich muss einmal kurz zu meinem Haus, aber ich komm bestimmt noch mal wieder, oder soll ich nicht mal wiederkommen? Muss dein Haus irgendwie mal renoviert werden oder so, sag Bescheid, ja? Wir haben da... Warte mal. Candy, mein nächsten Bauauftrag, der ist ja bestimmt umsonst dann, oder? Ist flauschig. Candy, aber ja, ist der umsonst? Ich mein, Flauschi, ist der umsonst? Ja, klar. Würdest du das auch alleine bauen, ohne Candy? Klar, ich hab dein Haus schon alleine gebaut. Okay, ja, dann ist ja gut. Ich komme ja gleich nochmal wieder. Okay, ja, bis dann. Da freue ich mich aber. Viel Spaß. Tschüss. Ganz kurz, wenn ich gleich wiederkomme, hast du dann einen Kuchen gebacken für mich, okay? Oh, klar. Dann bereite ich vor. Möchtest du einen Kürbiskuchen oder einen normalen Kuchen? Ich hätte gerne normalen Kuchen. Ach, sehr gut. Kürbis hätte ich auch gar nicht da gehabt. Der muss schmecken, ne? Okay. Dann ich hätte gerne Kürbiskuchen. Ich hätte keinen Kürbis. Ist ja okay, oder? Ja, klar. Okay, sehr gut. Ciao. Okay, ja. Du weißt ja, dass morgen neuer Song kommt für dich. Ja, dein neuer Song. Du freust dich da drauf, oder? Ja, der ist ehrlich richtig krass geworden. So, das glaube ich dir sogar wirklich. Ja, ja, ist er auch. Dann back doch jetzt mal den Kuchen für Evive. Wie backt man denn Kuchen, weißt du das? Mit Ei, Milch, Weizen. Ich habe keine Milch. Och Mann, jetzt muss ich mich auch noch auf eine Erkundungstour begeben, oder was? Ja, dann mach das mal. Ja, okay. Ich schreib dir, wenn ich fertig bin. Okay, tschüss. So, Leute, jetzt müssen wir uns erstmal hier... Oh Gott, Leute, es eskaliert so ein bisschen. Wir brauchen hier auf jeden Fall noch Zucker, glaube ich. Wir gucken mal hier rein ins Rezept. Kuchen. Ach, so ein Kürbiskuchen wollte Evive. Den können wir schon mal machen. Dann brauchen wir auch noch normalen Kuchen. Weizen. So, Leute, ich muss jetzt einmal kurz zum Rathaus fliegen, weil ich kein Weizen mehr habe. So, gehen wir einmal hier alles abfahren. Das pflanzen wir natürlich auch wieder an, weil ich bin ja eine gute Bürgermeisterin hier. Ach man, die Jungs machen mich echt fertig. Ich hoffe, da kommt nichts mehr allzu Schlimmes. So, wir pflanzen das hier an. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Wir brauchen noch Milch. Wir haben zum Glück ein paar Kühe. Ich muss mal schauen, ob hier ein paar Eimer sind. Hier sind zwei Eimer. Das heißt, einer fehlt noch. So, Moment. Ich hole noch kurz einen Eimer, Leute. So, ich habe sogar extra mehr Eimer mitgenommen. Falls Sie noch einen zweiten Kuchen wollen, dann nehme ich ja auch noch ein bisschen Zuckerrohr mit, weil ich ja Zucker machen muss. So, einmal das alles einpacken. Und hier ist ja eine Kuh und, Hühnerfarm. Und dann nehme ich jetzt einmal die Eimer und fülle die alle auf. So, perfekt. Und wir gehen direkt meinen Kuchen backen in meiner Küche. Let's go. So, zu Hause angekommen. Machen wir jetzt einmal direkt... erstmal kurz Zucker, Kuchen und noch einen zweiten Kuchen direkt hinterher. Perfekt. So, der Kuchen ist fertig. Ich schreibe den Jungs wieder. So, Leute, dann sagen wir mal Bescheid. So... Die Kuchen sind bereit, Leute. Dann schauen wir mal. Ah, sehr hallo? Gut. Ja? Hallo, willkommen. Einmal reintreten. Moin, moin. Oh, da kommt Candy auch noch. Was geht? Lecker Kuchen. So, jetzt gibt's Essen. Ich hoffe mal, der Kuchen ist fertig. Hier habe ich einmal einen Kürbiskuchen für dich. Ja, das sieht gut aus. Lauschi, du weißt schon, dass weder Lukas noch ich Kuchen essen können. Wir also ich bin allergisch gegen Kuchen. Dann esse ich den alleine. Oh. Möchtest du ihn bitte nicht essen? Ja. Candy, ganz kurz. Oh, ja. Was ist mit Dumbler? Oh nein! Nein, mach das weg, ey! Machst du bitte wieder hin? Mal wieder platzieren? Klar. Willst du das mal anzünden? Wow, das war ganz schön knapp. Willst du das mal selber anzünden? Ja. Nimm mal einen Bogen in die Hand. Ja. Nur spann den Bogen. Ja, nur spannen, ja. Bro, Lukas, ich sag dir ehrlich,
Mach dir alles. Sag das zu allem, ja. Du kannst dir sagen, was du willst. Hä? Yes. Bro, oh mein Gott. Ich habe auch noch eine Idee. Sag erst deine. Lass raus. Warte, wir beschränken es raus. Nein, mein, ich glaube, meine ist zu hart. Meine ist zu hart. Aber. Ja, sag, sag, sag. Warte, komm mit, komm mit, komm mit. Ich sag's dir einmal deine. Flauschi, bleibst du bitte da? Klar, ja, ja. Warte, komm mit, sie darf nicht zuhören. Hier reicht, hier reicht. Beobachten die mal ein bisschen. Bro, ich weiß nicht. Ja? Ich weiß nicht, ob es zu krass ist. Soll ich sagen, dass ich Facecam anmachen soll? Was soll ich machen? Was? Facecam an. Bro, ich hab's selber noch nie gesehen. Was soll ich machen, ich Leute? Nicht machen, oder? Niemals, nein. Sollen wir einfach mal was Joke sagen? Dann muss sie Nein sagen, ja. Lass uns Joke sagen, okay, komm. Flauschi! Flauschi? Ja? Hallo? Hallo? Hey, Flauschi, das ist ein historischer Moment, der uns jetzt erwartet. Okay. Das ist eigentlich viel zu viel jetzt. Aber okay, ich sag's einfach, Flauschi. Ja? Mach deine Facecam an. Was? Hä, hey, du hast gesagt, ihr sagt zu allem ja. Und ich sag, mach deine Facecam an. Leute, das ist voll übertrieben. Du sollst deine... Hä? Sagst du Nein oder was? Ich kann nicht Nein sagen. Aber ich kann auch nicht Ja deine Facecam sagen. An. Dann mach sie doch an. Ach, Mann, okay, ja. Was, wirklich? Was? Warte mal. Bro, halt auf. Ja, ich muss ja, sonst verliere ich doch die Challenge hier. Ja, ist ja nur eine Challenge, Flauschi. Du hast gesagt, ich werde gebannt, wenn ich das hier nicht, wenn ich einmal Nein sage. Hab ich gar nicht wie gebannt? Ja, ich meine. Ja, du wirst gebannt dann. Hä, was? Ja, dann wirst du sowas von Perma gebannt, wenn also, er die Facecam nicht anfasst. Also muss ich es jetzt wirklich machen? Hallo, bleib mal hier. Ein Admin, du wirst gebannt. Oh, der Admin ist hier, du wirst gebannt. Dann muss ich sie jetzt ja wirklich anmachen. Ja, na klar, los, zeig mal her jetzt. Okay, wartet, Leute. Okay, Leute, soll ich es jetzt wirklich anmachen? Ich meine, ja, eigentlich schon, ja. Och Mann, ihr macht mich fertig, Jungs, ey. Okay. Ey, ganz kurz, du machst es wirklich jetzt, oder was? Ja, ich zähle jetzt runter. Ich sag ehrlich, die prankt jetzt und platziert TNT oder irgendwas oder lockt aus. Ich hab kein TNT im Inventar. Die prankt doch jetzt irgendwie niemals. Das geht in die YouTube-Geschichte ein, wenn sie jetzt sich zeigt. Ich mache jetzt eine Facecam an, Leute. Ihr müsst runterzählen, okay? Okay. Okay, auf 10. Achtung, und. Aha. Ja. 10. Was? Warte mal, was denn jetzt? 10 runter, jetzt! Okay, 10! 9! 2! 8! 1! Bleib jetzt 1! Junge, fang doch bei 3 an! Von 3 oder von 10? Ich bin der Von 3! Von 3, Leute! 3! Okay, die Facecam kommt in! Junge! Die Facecam kommt in! 3! 2! 1! Und ein! Oh, Leute, seht ihr das? Ja. Hä? Sieht aus wie du, das bist ja du! Ja, das bin ich. Was? Krank, ne? Ich seh dich! Hallo, Leute! Warte mal! Nein, ich kann dich sehen! Oha! Ihr seid das Geschwister oder was? Nein, aber das verändert ja alles! Ja, klar! Also jetzt lass dich auf... Ich hab dich nie abonniert gehabt, jetzt abonniere ich dich! Was? Du hast mich nicht abonniert? Jetzt. Ah, ich mach, aber jetzt abonniere ich dich. Was bist du für ein 31er? Hast du mich abonniert, Oha, was jetzt? Natürlich habe ich dich abonniert. Was für eine Frage. Muss ich dir jetzt immer anlassen? Ja, muss jetzt cool, immer anlassen. Coole Facecam, ciao. Okay, wir noch weg, ciao. Hä, Leute, ihr macht's voll unspektakulär, Leute. Ach, Mann, ey. So, Leute. Ja, Leute, das ist jetzt meine Facecam. Hallo, Leute, hallo. Und so wird es jetzt auch in den Videos und in den Streams immer aussehen. Ich werde jetzt immer meine Facecam anhaben. Ich hoffe, es gefällt euch. Jetzt machen wir aber erstmal das, worum wir uns eigentlich kümmern wollten hier in dem Video. Und zwar wollte ich eigentlich Candy zu einem Tag im Freizeitpark einladen, aber das schaffe ich jetzt gar nicht mehr. Aber wir erweitern dann den Freizeitpark noch ein kleines Stückchen, weil ich habe was vorbereitet. Wir können nämlich mit Redstone und einem Strohballen können wir was richtig Cooles machen. Nämlich können wir damit so einen Zielblock machen. Und wenn wir den anschießen, dann kann man ein Redstone-Signal auslösen, Leute. Und dann können wir irgendwie was ins Wasser fallen lassen oder irgendwie sowas. Ich bereite einmal alles vor und dann zeige ich euch, wie das aussieht. So, Leute. Und zwar craftet man diesen Zielblock so mit Redstone außenrum. Dann hat man den. Dann brauchen wir noch ein bisschen Redstone. Dann habe ich hier natürlich noch den Kolben vergessen. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. Und den müssen wir sticky machen. Das heißt, wir brauchen einen Schleimball.
So, dann brauchen wir noch ein paar Blöcke. Ich nehme einfach erstmal Cobblestone. Und das war's auch schon. Jetzt gehen wir direkt rüber zum Freizeitpark und bauen das Ganze hier jetzt mal auf. So, angekommen hier beim Freizeitpark wird das Ganze hier bei der Bank stattfinden. Also hier, wo die Bank eigentlich mal stand. Hier wird ein Weg lang führen. So, ein kleiner wenigstens. So, und hier bauen wir das jetzt alles mal auf. So, Leute, das funktioniert jetzt nämlich folgendermaßen. Und zwar, wenn man hier mit einem Pfeil und Bogen drauf schießt, dann löst das hier oben auf und dann fällt man da runter. Das ist nämlich richtig cool. Und das können wir nächstes Mal Candy auch direkt zeigen. Das können wir noch ein bisschen verbessern. Aber das war es jetzt gewesen, Leute, mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne unten ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!